Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Sets Modern Highway Part B von Phoenix im Maßstab 1:35. Das ist ein Diorama-Bausatz. Man bekommt hier sozusagen den Autobahnausschnitt mit Leitplanke und hier Beschilderung, ja, mit so einem riesen Mast sozusagen für die Autobahnbeschilderung. Ist mein erster Bausatz von Phoenix. Bin ich eher zufällig drüber gestolpert. Wollte ich mal ausprobieren. Ich habe nämlich für die nahe Zukunft ein Diorama vorzubauen, wo ich sowas gut brauchen kann. Wir sehen ganz Part B, das heißt, es gibt noch andere Teile, die sich alle miteinander kombinieren lassen. Wie zum Beispiel so eine Sektion mit Abfahrt. Hier kann man sehen, wie man zum Beispiel zweimal dieses Set eben kombinieren könnte. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Autobahnbrücke, die auch sehr beeindruckend aussieht. Und ich glaube nochmal, ich glaube einen kurvigen Abschnitt, bin mir aber nicht ganz sicher. Das Schöne ist wirklich, das ist modulare, also man könnte da ein ziemlich großes Autobahn-Diorama machen sozusagen. Und das Schöne ist, die Sets sind nicht mal sonderlich teuer. Also gut, schauen wir mal rein in die Schachtel. In der Schachtel findet man dann einen Plastikbeutel, wo alle Teile verpackt sind, inklusive Bauanleitung und Beschilderung. Hier kann sowieso wenig zu Bruch gehen, also ist die Verpackung hier nicht so sehr relevant. Die Bauanleitung besteht aus zwei DIN A4 Zetteln. Einmal hier eine kleine Bauanleitung, so allgemein, wie man eben mit diesen vakuumgeformten Bauteilen arbeiten soll. Sollte eigentlich klar sein, aber für alle Fälle liegt es auf jeden Fall noch bei. Und hier dann die eigentliche Bauanleitung. Hier haben wir noch Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen. Und dann geht's los hier mit den Leitplanken und den Pfosten dafür. Also sehr einfach. Hier, das ist der Mast, auf dem die Beschilderung kommt. Das besteht hier aus zwei Platten, das Schild. Na, da weiß ich nicht, ob das so ideal ist. Ja, und hier kommt dann alles zusammen. Kann man sich eigentlich denken, man würde es auch ohne Bauanleitung hinbekommen. Dann schauen wir uns mal die Bauteile an. Hier, das ist die Grundplatte. Die ist 30 cm lang, 20 cm breit. Also da kriegt man schon was unter drauf. Die Struktur ist da recht schön. Der Teer ist nicht so perfekt wiedergegeben, weil das ja eine Szene aus dem Mittleren Osten sein soll. Also es hat nichts mit der deutschen Autobahn zu tun. Aber das ist auch nicht beabsichtigt. Finden sich auch kleinere Schlaglöcher, Dellen und so weiter. Ja. Sieht recht interessant aus. Ich glaube, mit einer entsprechenden Lackierung und dem schönen Wash drüber. Sicherlich recht interessant. Hier am Seitenstreifen ist dann ein bisschen ja, so Geröll angedeutet. Da würde ich auf jeden Fall raten, selber irgendwie was noch aufzukleben zusätzlich. Das allein reicht nicht. Hier haben wir dann noch die Befestigungspunkte für die Pfosten von den Leitplanken und hier noch die Fundamente für die Beschilderung, für den großen Mast. Und wie man jetzt hier sehen kann, hier diesen Rand, den müsst ihr mal entfernen. Das geht recht gut mit einem scharfen Messer. Und zur Not kann man auch noch ein Stahllineal irgendwie anlegen, damit der Schnitt wirklich sauber verläuft. Auf der Rückseite seht ihr, warum das vakuumgeformt heißt. Das sind so dünne Plastikplatten, die eben tief gezogen werden. Das heißt, dies ist mehr oder weniger hohl.
Da würde ich raten, dass man hier innen die Rückseite irgendwie ausfüllt. Ich würde da Blitzmörtel oder Gips nehmen und das dann nochmal irgendwo aufklebt, damit es ein bisschen handlicher ist und damit unten nichts weiter rausbröckeln kann, sollte es durch Torsion irgendwie verbogen werden. Außerdem hat es dann auch ein schönes Gewicht und wenn ein Modell draufsteht, ihr seht es, kann sich ziemlich leicht durchbiegen. Also auf jeden Fall hier hinten irgendwie das versteifen. Am besten ausgießen. Hier dann die Leitplanken. Ich finde, es ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Die sind gut detailliert und ich denke auch einigermaßen ja, von der Materialstärke realistisch. Ja, sollte sich eigentlich gut auslösen lassen. Warum jetzt die Pfosten allerdings immer zweiteilig sein sollen, das halte ich für ein bisschen kompliziert. Da könnte man versuchen, einfach eigene Teile zu verwenden. So ein rundes Teil in der passenden Stärke findet man leicht. Kann man irgendwas aus Holz oder Plastik nehmen oder Metall. Das ist allemal einfacher als hier die Teile ausschneiden und dann zusammenkleben und ohne Spachtel wird es auch nicht gehen. Es sieht immer ein bisschen komisch aus. Diese Vakuumteile passen nicht sehr gut aufeinander. Jeder, der schon mal so ein Mini-Art Haus oder Diorama gebaut hat, weiß, wovon ich spreche. Das ist ein bisschen tricky, aber dafür ist es auch nicht so teuer. Aber bei den Leitplanken finde ich es eigentlich ziemlich gelungen. Hier dann die große Beschilderung. Das ist hier einmal die Rückseite. Die Details sind doch recht hübsch. Das ist die Vorderseite. Ja, warum das jetzt auch zweiteilig ist. Ja, lässt sich halt beim Vakuumformen nicht anders lösen. Aber man hätte ja auch versuchen können, das irgendwie als Plastik-Spritzguss beizulegen. Hier sollte man halt dann die Ränder irgendwie verspachteln. Ich stelle mir das aber nicht sonderlich schwierig vor. Und selbes gilt auch für diesen Ausleger, auf dem dieses Schild kommt. Das sind auch ja, zwei Hälften beiliegend, die man dann ausschneiden darf und stumpf aufeinander kleben muss. Für die große Beschilderung liegen dann auch noch zwei Aufkleber bei. Also das sind wirklich Aufkleber. Da weiß ich nicht so recht, was ich von halten soll. Ob das dann letzten Endes so vorbildgerecht aussieht, wenn es aufgeklebt ist oder nicht. Ja, weiß ich nicht. Also einmal ist hier Bagdad ausgeschildert und Fallujah. Beides brauche ich nicht für meine Dioramaplanung. Ich möchte was im Libanon darstellen. Und die beiden Städte befinden sich im Irak. Also fällt es eh flach für mich. Aber rein grundsätzlich, ja, weiß ich jetzt auch nicht so recht. Könnte funktionieren, könnte aber auch ein totaler Fehlschlag sein. Alles in allem ein recht brauchbares Set. Ich kann eigentlich detailmäßig kaum Schwächen erkennen. Das Problem ist bloß bei gewissen Bauteilen, dass es ein bisschen aufwendig ist, die eben mit diesen vakuumgeformten Teilen da darzustellen. Vornehmlich diese Pfosten für die Leitplanke und eben oben dieser Träger. Wobei ich denke, der Träger geht noch recht gut bei diesen kleinen Pfosten. Das ist, glaube ich, ziemlich viel Gefriemel und naja, wer es mag. Machbar ist es auf jeden Fall. Wirklich interessant ist es eigentlich nur wegen der Straße an sich, weil die ja, hat eine schöne Oberflächenstruktur und eben den Leitplanken. Weil meines Wissens nach so Leitplanken gar nicht so leicht zu bekommen sind üblicherweise. Ich weiß, Leute machen die manchmal selber, die sehen aber in der Regel nicht sehr gut aus und zum Kaufen habe ich jetzt eigentlich noch nie welche gesehen. Und die Detaillierung von den Leitplanken ist wirklich hübsch. Der Bausatz kostet so 13, 14 Euro in etwa. Das ist eigentlich ganz angemessen. Die Größe ist auch okay, man bekommt wirklich was drauf. Also einen modernen Kampfpanzer bringt man da schon gut unter. Und interessant ist auch eben dieser modulare Aufbau, dass man zum Beispiel mehrmals dieses Set nehmen könnte, um dann mehrspurige Autobahnen darzustellen oder auch
längere Abschnitte bzw. andere Sets könnt ihr mal auch verwenden mit Autobahn, Brücken, Abfahrten und so weiter. Da gibt es eigentlich kaum Grenzen dafür. Man könnte da ein riesiges Diorama bauen von einem Anmarsch, ja, auf einer großen Autobahn im Mittleren Osten. Wirklich sehr reizvoll. Also ich kann das eigentlich empfehlen und ja, ich werde es allerdings nicht so bauen, wie es hier dargestellt ist. Meine Dioramaplanung geht in eine etwas andere Richtung. Aber trotzdem ist es eine solide Grundlage für das, was ich vorhabe. Und darauf kam es mir eigentlich an. So, ich hoffe, ihr fandet es einigermaßen informativ. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.